Ja, die Paralympischen Sommerspiele sind also vor kurzem zu Ende gegangen und deswegen möchte ich jetzt noch mal einen Blick zurückwerfen auf die Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro, die uns ja im August in ihren Bann gezogen haben. Und da denke ich natürlich sofort wieder an die herausragenden Leistungen unserer Sportlerinnen und Sportler aus dem Netzwerk Top-Sponsoring Dresden, also zum Beispiel an die ganz, ganz tolle Silbermedaille von Steffi Kriegerstein und Tom Liebscher hat ja sogar Gold geholt, beide also aus dem Kanu-Bereich. Und ein Olympiasieg war es auch für Ruderer Philipp Wende, das sogar schon zum zweiten Mal. Vergessen will ich an der Stelle aber auch nicht Tina Bunzel, die Wasserspringerin, die mit einem 7. Platz im Synchron von 3 Meter auch eine hervorragende Leistung gezeigt hat. Also ganz, ganz starke Sachen, die wir da gesehen haben von den Athletinnen und Athleten. Und das macht mich sicherlich genauso wie Sie total stolz, dass wir da ein paar Sportlerinnen und Sportler haben, die nicht einfach nur zu Olympia fahren, sondern die da noch richtig gut abschneiden, die da sogar Medaillen holen, sogar Olympiasieger werden. Also der absolute Wahnsinn. Ja, und an der Stelle möchte ich mich da auch recht herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Unterstützung, für Ihr Engagement Ihres Unternehmens. Denn somit haben Sie natürlich auch einen großen Beitrag dazu geleistet, dass diese Leistungen gebracht werden konnten. Denn Sie haben den Athletinnen und Athleten den Rücken etwas freigehalten. Die mussten sich eben nicht im Training oder im Wettkampf mit Fragen rumplagen. Geht's weiter? Wie schaffe ich das alles? Sollte ich vielleicht wechseln? Sondern die konnten sich fokussieren, die konnten sich konzentrieren. Und deswegen ist das, wie gesagt, auch Ihr Verdienst. Und dafür nochmal. Im Namen aller Sportlerinnen und Sportler und natürlich auch in meinem eigenen Namen als Botschafter des Netzwerkes Top Sponsoring Dresden recht, recht herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Ich hoffe, Sie bleiben am Ball und freue mich schon auf die nächsten Aufgaben, die da auf uns warten.